Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Max Becher werden furchtbare Straftaten vorgeworfen. Sein Leben wird zu einem Albtraum. Rechtsanwalt Giorgio Forliano kämpft für ihn. Warum erzählst du denn überhaupt sowas hier? Das stimmt doch gar nicht. Soll ich mich vor deinen Anwalt ausziehen, damit er meine ganzen blauen Flecken und Schürfwunden sieht? Wollen Sie meine Schürfwunden sehen, ja? Das sind also wirklich auch immer Stellen, die man im täglichen Leben sehr gut verdecken kann, ja? Für uns eigentlich schon ein sehr deutliches Zeichen von länger andauernder häuslicher Gewalt, ja? Sie haben jetzt eine Anzeige am Hals wegen Körperverletzung und wegen Einbruchs. Was soll ich denn da noch für Sie tun? Max Becher und seine Frau Esther sind seit 10 Jahren verheiratet und leben mit ihren Kindern Piet und Clara in Berlin-Tegel. Der zweifache Vater ist rundum glücklich mit seinem Leben und tut alles für seine Familie. Er ahnt nicht, dass sein scheinbar perfektes Familienglück massiv in Gefahr ist. So, der Herr, ist es so genehm? Ja, alles klar? Wunderbar. Dann haben wir jetzt alles. Alles, was wir brauchen. Wo bleibt denn Mama? Eure Mama hatte gestern noch ihren Mädelsabend. Ich denk mal, ist mal wieder was später geworden, jetzt wird's bei einer Freundin pennen. Aber wieso stehen dann 4 Teller auf dem Tisch? Eure Tante kommt gleich noch zum Frühstück. Die hat vorhin angerufen und übrigens, wo bleibt die eigentlich? Die müsste eigentlich schon lange hier sein. Aha, da kommt sie schon. Dann können wir ja schön gemütlich zusammen frühstücken. Wunderbar. Die liebe Sandra. Schönen guten Morgen, Herr Becher. Schönen guten Morgen, hallo. Sind Sie Herr Becher? Ja, worum geht's? Geht um Ihre Frau, Herr Becher. Wie um meine Frau? Um Gottes Willen, ist irgendwas passiert? Ihre Frau ist zusammengeschlagen worden, ganz böse gestern. Und warum wir hier bei Ihnen sind, ist, dass sie Sie anzeigt als Täter. Da liegt mit Sicherheit irgendwie ein Missverständnis vor. Herr Becher, Ihre Frau wird Sie doch kennen. Die wird Sie ja nun nicht verwechseln. Und sie sagt ganz definitiv, dass Sie der Täter sind. Ich würde Sie bitten, ziehen Sie sich mal ein paar Schuhe an, eine Jacke drüber, nehmen Ihren Ausweis mit und kommen mit uns auf die Aber hallo bitte, ich würde da meine Frau nicht verprügeln. Das würde ich doch niemals machen. Müssen wir das jetzt hier im Hausflur klären? Ich bitte Sie jetzt anziehen, mitkommen. Darf doch nicht wahr sein. Papa, was will die Polizei hier? Ist nichts Schlimmes, Kinder. Macht euch keine Sorgen. Geht weiter frühstücken, Papa ist gleich wieder da, ja? Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn? Ich bin die Schwester. Ah, na dann kommen Sie mal rein. Ja, Heiland, du wirst nicht glauben. Angeblich ist die Esther wohl verprügelt worden, hätte mich dann deswegen angezeigt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch totaler Blödsinn. Im Moment stellt sich's aber so dar. Herr Becher, jetzt ist gut. Anziehen, Schuhe an, Jacke drüber, Ausweis packen, mitkommen. Aber ich kann doch jetzt die Kinder nicht einfach hier alleine Vielleicht lassen. Vielleicht kann Ihre Schwester sich ja netterweise kümmern. Fahr du mal lieber mit und klär die ganze Sache. Ich kümmere mich um die Kinder. Ey, super. Das ist lieb von dir. Dann machen wir das so. Max macht sich große Sorgen um seine Frau. Immer wieder versucht er, sie auf ihrem Handy zu erreichen. Doch Esther nimmt das Gespräch nicht an. Der 36-Jährige kann nicht fassen, dass sie ihn wegen Körperverletzung angezeigt hat. Dennoch hat er während der Fahrt zum Polizeirevier seinen Anwalt Giorgio Forliano verständigt und ihn um Unterstützung gebeten. Wann war denn Frau Becher bei Ihnen? Frau Becher, gestern Abend gegen 22 Uhr war sie hier und hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren Mandanten erstattet. Sie sagt, dass er auf ihrer Arbeit erschienen ist, ist dieser Baustoffhandel Goch. Und sie zusammengeschlagen hat, grundlos. Das ist absoluter Schwachsinn. So etwas würde ich niemals tun. Ich liebe Esther. Ich denke, es gibt irgendwelche Beweise für die Tat? Ja, selbstverständlich. Wir nehmen sowas ja nicht auf Zuruf auf. Wir haben hier das ärztliche Gutachten. Die Frau Becher war gestern noch im Krankenhaus und hat sich die Verletzung begutachten lassen. Sie können gerne selber gucken. Gerne. Sind also wirklich zahlreiche Prellungen, Schürfwunden und so weiter. Interessanterweise, wenn Sie auch mal gucken, Herr Foiano, Sie kennen sich ja da sicherlich auch aus. Das sind also wirklich auch immer Stellen, die man im täglichen Leben sehr gut verdecken kann. Ja? Für uns eigentlich schon ein sehr deutliches Zeichen von länger andauernder häuslicher Gewalt. Ja? Das ist ja unglaublich. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn meine Frau so was antun sollte. Also ich warte bestimmt nicht. Ja, Herr Becher, Ihre Frau sagt, aber Sie waren es und es gibt einen Zeugen, der Sie beobachtet hat. Wer soll dieser Zeuge sein, bitte? Der Zeuge ist der Herr Goch, der Chef Ihrer Frau. Und der Chef Ihrer Frau wird Sie ja wohl auch kennen. Was? Dankeschön. Ausgerechnet der? Das ist doch erstunken und erlogen. Waren Sie gestern um 16 Uhr etwa Moment mal. Danke dir. Auf der Arbeit Ihrer Frau? Schön langsam. Sie sagen mir bitte gar nichts. Entschuldigung,
Sie haben doch sicherlich meinen Mandanten über sein Aussageverweigerungsrecht bereits informiert, oder nicht? Ja, na, selbstverständlich. Eben, ich schlage vor, bevor wir die Akte haben, sagen Sie jetzt erstmal überhaupt nicht. Ich werde Akten endlich beantragen und auf Basis dessen schauen wir dann, wie wir weitermachen, okay? Nee, wieso? Es hat doch hier überhaupt nichts zu verbergen. Ja, ich war gestern im Büro gewesen. Bitte. Ich wollte meine Frau abholen, aber sie wollte lieber was mit Freundinnen unternehmen. Kann es sein, dass Sie darüber verärgert waren, sich mit Ihrer Frau gestritten haben und Sie deshalb dann verprügelt haben, weil die Situation eskaliert ist? Ja, ich habe mich kurz mit ihr gestritten. Aber ich habe sie nicht mal angerührt. Herr Becher, ich schlage vor, wir brechen das an der Stelle ab. Wir besprechen uns dann... Entschuldigung, ich muss mal gerade mal eben dran gehen. Was ist das denn jetzt? Ja, hallo? Oh, Sandra, hallo. Ich dachte schon... Was? Wie bitte? Nee, ich komme sofort, ich muss sofort nach Hause. Meine Frau, die flippt total zu Hause aus. Können Sie vielleicht bitte gerade mitkommen? Klar, ich bin da. Ja. Herr Fulani, ich würde Sie bitten, ich brauche noch Ihre Vollmacht. Kriegen Sie. Ja? Kriegen Sie. Und dann schicke ich das zur Staatsanwaltschaft, dass Sie Akteneinsicht bekommen. Und dann müssen wir irgendwann aber Ihre Aussage noch protokollieren. Ja, das kriegen wir jetzt. Ja, alle klar. Ja, gerne. Tschüss. Dass seine Frau ihn wegen Körperverletzung anzeigt, schockiert Max zutiefst. Ich weiß nicht, was die haben. Also Streit zwischen Eheleuten gibt es mit Sicherheit immer mal zwischendurch. Ne? Ist ja nichts Ungewöhnliches. Herr Becher, ich glaube Ihnen ja, dass Sie Ihre Frau nicht geschlagen haben. Aber was ist denn gestern in deiner Firma passiert? Worüber haben Sie sich denn mit Ihrer Frau gestritten? Ja, der feine Herr Goch hat einem Kunden von mir, der mich eine Terrasse bauen sollte, also Billigholz anstatt Edelholz vertickt. Und da wollte ich halt nochmal ins Büro gehen, mit ihm darüber reden. Hab dann ihn und meine Frau sprechen gehört. Und da habe ich die beiden so ein bisschen belauscht. Okay, Sie sagen sprechen gehört. Worüber haben die denn gesprochen? Also zwar ging es da um diese Umetikettierung von Billigholz auf Edelholz. Okay. Ja, und da ist mir sofort klar geworden, dass das mit meinem Kunden kein Einzelfall war. Ja, der macht also richtig Betrug in großem Stil. Der vertickert tatsächlich irgendwelches billiges Schrott-Importholz als Edelholz. Also wir reden hier nicht über Peanuts. Der verdient da richtig Kohle mit, der Typ. Und wie ging es denn weiter? Ja, dann kam meine Frau also plötzlich aus dem Büro raus. Ich wollte sie zur Rede stellen, habe sie darauf angesprochen. Und da flippt die komplett aus. So, es gibt keinen Betrug und gibt keine Umetikettierung. Aber ich weiß doch genau, was ich gehört habe. Aber sie blieb steif und fest bei ihrer Behauptung, da gibt's keinen Betrug und nichts. Da war ich so sauer, da habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Aber ich habe sie auf keinen Fall angepackt. Okay, aber Sie haben ja jetzt gesagt, Sie waren eigentlich da, um mit dem Chef zu sprechen. Haben Sie mit ihm denn noch gesprochen? Ich war auf 180, also ich hatte keinen Bock noch auf weitere Diskussionen. Ihre Frau deckt dann praktisch Ihren Chef? Das ergibt doch keinen Sinn, wenn das hier ein gewerbsmäßiger Betrug ist. Das ist ja eine große Sache. Haben Sie irgendeine Theorie? Haben die vielleicht ein bisschen mehr als nur eine berufliche Beziehung? Was? Dieser Vollpfosten und Esther? Auf gar keinen Fall. Also Familie ist bei uns das Ein und Alles. Ich liebe Esther und meine Kinder. Herr Becher, aber Ihre Frau hat Sie angezeigt wegen Körperverletzung. Irgendwas muss doch da nicht stimmen. Vielleicht wird sie erpresst von ihrem Chef, weil sie ihm da auf die Schliche gekommen ist wegen dem Betrug. Also tut mir leid, ich wüsste da, mach mir da gar keinen Reim drauf. Gut, das wäre eine Möglichkeit. Wir müssen rausfinden, was Ihre Frau zu der ganzen Sache sagt. Mhm. Und ich brauche unbedingt die Kontaktdaten von diesem Kunden, von dem Sie erzählt haben. Der könnte im späteren Prozess könnte der wirklich eine wichtige Rolle spielen. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt erst geklärt. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zu Ihnen. Ne? Ja, okay. Machen gut, aber schon mal gut, dass wir hier drüber geredet haben. Ja, super. Kommen Sie mit. Danke. Bisher haben Max und Esther Becher eine harmonische Ehe geführt. Deswegen hoffen Giorgio Fogliano und sein Mandant, dass sich durch ein gemeinsames Gespräch mit Esther alles aufklären lässt. Aber auch die 35-Jährige hat sich Verstärkung geholt. Sie und ihr Chef Felix Goch lassen nicht mit sich reden. Was haben wir denn hier? Was macht der Idiot denn hier? Esther! Was hat der denn in meiner Wohnung zu suchen? Esther, der Gestörte ist da! Max schlägt keine Frauen und das weißt du auch. Hey Esther, was ist los? Was soll der ganze Scheiß hier? Was hier los ist, ja? Du ziehst aus und zwar sofort. Wie, du schmeißt mich raus? Ja. Aber warum? Ich hab doch überhaupt gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht? Du bist ein Schläger. Ich will nicht mehr mit dir unter einem Dach wohnen. Was, ich soll dich geschlagen haben? Natürlich hast du mich geschlagen. Entschuldigung, Fogliano, mein Name, ich bin sein Rechtsanwalt. Er hat mich gefragt, ob ich eventuell mit ihm mal sprechen könnte. Ist das möglich? Das gibt's doch gar nicht. Meinst du, dass ich mich von so einem Rechtsverdreher beeindrucken lasse oder was? Warum erzählst du denn überhaupt sowas hier? Das stimmt doch gar nicht. Sag mal, soll ich mich vor deinen Anwalt ausziehen, damit er meine ganzen blauen Flecken und Schürfwunden sieht? Wollen Sie meine Schürfwunden sehen, ja? Das war bestimmt nicht Max gewesen. Da kann keiner Fliege was zu leiden. Ist ja klar, dass du zu ihm hältst, ja? Aber du sollst mal wissen, wie er ist. Und hör auf, hier den braven Ehemann zu spielen. Erzählen Sie, bleiben Sie, warten. Erzähl doch nicht so ein Blödsinn, Schwachsinn, du lügst doch. Bleiben Sie kurz stehen, bitte. Warum sollte mein Mandant Sie denn geschlagen haben? Ich weiß es nicht. Völlig grundlos.
Er hat mich von der Arbeit abgeholt und hat mir ein Verhältnis mit meinem Chef unterstellt. Und dann hat er auf mich drauf losgeprügelt. Was erzählst du denn hier für Schauermärchen? Du lügst doch! Sag mal, spinnst du? Bist du verrückt geworden oder was? Entschuldigung, also, tut mir leid. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier und alle gegenseitig irgendwelche Vorwürfe machen. Anscheinend können wir das ja jetzt nicht klären. Können wir das nicht erstmal in Ruhe besprechen miteinander? Nein, hier gibt es nichts zu klären. Hier, komm. Und du passt besser auf. Mach dich mal lieber vom Acker, bevor du wieder anfängst auszurasten. Sonst vergesse ich mich. Pass mal auf, du mieser kleiner Betrüger. Du hast mir hier überhaupt gar nichts zu befehlen. Wenn das klar ist. Das ist nicht unser Niveau. Lass mir doch von dem nichts sagen. Fangen Sie bitte gar nicht erst so an. Das Niveau brauchen wir wirklich nicht. Sie müssen der Herr Goch sein wahrscheinlich? Ja. Tag, Volljahr, ist mein Name. Wir werden jetzt gehen. Wir beruhigen die Situation erstmal. Wir werden jetzt gehen. Ich würde mit Ihnen ganz gerne vielleicht mal noch mal in Ruhe reden. Denn was gestern an der Firma vorgefallen ist, da würde ich ganz gerne wissen, was Sie da gesehen haben. Nehmen Sie bitte meine Karte so lange. Gut. Ja, dass Sie wissen, dass ich anrufe. Wir gehen jetzt. Lassen Sie sein, es bringt doch jetzt nichts. Kommen Sie mit, ich helfe Ihnen. Aber nur weil Sie das sagen. Max ist völlig verzweifelt. Er erkennt seine Frau nicht wieder und zieht vorerst zu seiner Schwester Sandra Pieper. Giorgio Fogliano will Felix Goch noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Er hält es für möglich, dass Esther mit ihrem Chef gemeinsame Sache macht. Allerdings ist er sich nicht sicher, ob das freiwillig geschieht. Ich hatte mittlerweile Akteneinsicht bei der Polizei. Und Sie haben dort angegeben, dass Sie genau gesehen haben, wie mein Mandant seine Frau verprügelt hat. Und da habe ich mich gefragt, Sie das doch so genau gesehen haben und dabei waren. Wieso sind Sie nicht einfach eingegriffen und haben Ihre Sekretärin geschützt? Ja, so direkt gesehen habe ich das nicht. Moment, in dem Protokoll steht es aber anders. Soll es jetzt heißen, Sie haben bei der Polizei nur irgendwelche Mutmaßungen geäußert, oder was? Nein, ich habe ja gesehen, wie der Mann wie vom Insekt gestochen aus Ihrem Büro gesprungen kam. Und der hätte mich ja noch fast über den Haufen gerannt. Also ich habe mir gleich gedacht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt aber, Sie haben von dem Streit und von der Prügelei an sich eigentlich gar nichts mitbekommen? Ich kann doch eins in eins zusammenzählen. Ach so, und was hat diese tolle Rechnung ergeben? Ja, dass der Becher nicht mehr ganz alle am Sender hat. So wie der teilweise mit seiner Frau umgeht, das ist, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe. Aha, und woher wissen Sie das? Der holt seine Frau regelmäßig von der Arbeit ab, weil er irgendwie der irrwitzigen Meinung ist, dass sie ihm fremdgehen könnte. Und da habe ich ein paar Mal mitbekommen, was da im Auto so teilweise los ist. Gut, aber bleiben wir bei der Tat. Das heißt, Frau Becher hat Ihnen nur erzählt, dass sie von ihrem Mann verprügelt wurde? Nein, das habe ich ja mehr oder weniger mitbekommen. Ich bin nach der Geschichte gleich in ihr Büro rein, habe sie auf dem Fußboden vorgefunden, total verheult, mit Schrammen am ganzen Körper und ihre linke Hand war nicht in Ordnung. Moment, wenn Sie doch genau gesehen haben, was passiert ist, beziehungsweise da reingerannt sind und er läuft an Ihnen vorbei, wieso laufen Sie nicht kurz hinterher und halten ihn fest und holen die Polizei? Ganz einfach ist es ja nicht. Die Frau Becher hätte hier irgendwie verletzt sein können. Ich muss mich erst mal um die Frau kümmern. Die hat hier innere Verletzung, was weiß ich was der Mann da angestellt hat. Ich wollte sie gleich erst mal ins Krankenhaus fahren, aber das ging ja nicht. Wieso ging das nicht? Ja, weil der Kerl, gucken Sie sich das an, weil der Kerl mein ganzer Fuhrpark, alles weg. Der hat alles zerstochen. Der hat Windschutzscheiben eingeschlagen, der hat Reifen zerstochen, der hat Lack zerkratzt. Ich kann Ihnen gerne die Rechnung zufaxen. Stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und davon weiß ich noch überhaupt gar nichts. Was macht Sie so sicher, dass mein Mandant es war? Ja, wer soll das sonst gewesen sein? War ja sonst keiner auf dem Hof. Wenn Sie sich aber so sicher sind, dass mein Mandant es war, wieso haben Sie keine Strafanzeige erstattet und geschaut, dass Sie den Schaden wieder gut gemacht erhalten? Meine Sekretärin, die Esther, die hat ja nun wirklich schon genug Stress mit ihrem Mann zu Hause. Ich wollte da nicht noch eine Anzeige machen, ich wollte das nicht forcieren. Also wie gesagt, ich hab's dann auf sich beruhen lassen. Dann haben Sie auch nichts dagegen, wenn ich vielleicht mal bei der Werkstatt vorbeifahre und mich mal ein bisschen umhöre? Natürlich nicht, klar. Gut, ich faxe Ihnen das rüber. Optimal, meine Karte haben Sie ja. Faxe mal, steht drauf. Kriegen wir hin. Perfekt. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Kein Thema. Und wenn ich noch was brauche, komme ich auf Sie zurück. Sicher. Danke. So wake me up when it's all over. Giorgio Fogliano weiß nicht, ob er Felix Goch glauben kann. Er will sich persönlich ein Bild von dem angeblich zerstörten Fuhrpark des Baustoffhändlers machen. Seine Assistentin Jana Pfeiffer begleitet den Juristen in die Werkstatt. Sie teilt die Skepsis ihres Chefs. Können Sie abschätzen, was ungefähr der Gesamtschaden ist? Also die Reparatur kostet so ungefähr 25.000 Euro. 25.000 Euro? Ja, locker. Also, ne? Und hat er Ihnen irgendwie erzählt, was genau passiert ist? Nee, er meinte am Telefon, er hat sich dann nur übelst über den Vandalismus aufgeregt und meinte nur, also ja, er muss natürlich alles aus eigener Tasche bezahlen, wenn der Täter nicht gefunden wird, und meinte nur, ich soll mich beeilen. Hat mir natürlich Druck gemacht, ne? Ist klar. Druck? Inwiefern Druck? Na, er möchte seine Fahrzeuge so schnell wie möglich wiederhaben, denn ich soll sein Auto allen anderen hier vorziehen. Und kann ich auch verstehen, denn jede Stunde, die Fahrzeuge rumstehen, kostet der Firma einen Haufen Geld. Ne? Aber wurde denn eine Spurensicherung veranlasst von der Polizei? Irgendwas? Nee, er meinte, die Polizei findet den Täter eh nicht und ich soll mich beeilen. Mehr hat er mir auch nicht ausgerichtet. Also, okay, ja, super. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal sehr weitergeholfen. Ja, gerne, kein Problem. Wenn ich noch eine Frage habe, würde ich eventuell auf Sie zurückkommen? Können Sie machen, natürlich. Super. Ja. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Schönen Tag noch. Danke. Ciao. 25.000 Euro Schaden. Und der ruft nicht die Polizei, der sorgt nicht dafür, dass dem irgendwie auf den Grund gegangen wird. Ganz komisch. Also mich fragst du was mega faul. Wer so viel Kohle ist, zahle ich doch nicht aus meiner eigenen Tasche. Nee, ganz sicher nicht.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt ja noch diesen Betrugsvorwurf wegen des Holzes. Ja. Da hat der Herr Becher sich mit seiner Frau schon deswegen gestritten. Mhm. Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Wir müssen der Sache unbedingt auf den Grund gehen. Wie? Na, ich habe da schon eine konkrete Idee und du wirst mir dabei helfen. Tschüss, danke, ja. Tschüss. Um alle Ungereimtheiten aufzuklären, will Giorgio Fogliano seine Assistentin undercover in die Baustoffhandlung einschleusen. Denn der Jurist glaubt, dass Felix Goch ein falsches Spiel spielt. Doch dafür fehlen ihm Beweise. Der Anwalt sucht sofort seinen Mandanten auf, um ihn mit den neuen Vorwürfen des Baustoffhändlers zu konfrontieren. Ja, ich habe mit dem Herrn Goch gesprochen. Ja. Also der hat mir gegenüber nochmal bestätigt, er hat wohl gesehen, wie Sie angeblich nach dieser Prügelattacke ihm entgegengerannt sein sollen. Also er hat Sie wohl auch am Tatort gesehen. Der spinnt doch. Als ich bei erst aus dem Büro gekommen bin, da war niemand vor der Tür. Herr Goch geht sogar noch einen Schritt weiter. Der sagt, nachdem Sie das verlassen haben, das Zimmer, sollen Sie wohl seinen gesamten Fuhrpark zerstört haben. Sie sollen da die Autos zerkratzt haben, Windschutzscheiben kaputt gehauen haben, Reifen zerstochen haben. Sie sollen da richtig gewütet haben. Das ist doch wohl jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Was habe ich mit dem seinen Fuhrpark zu tun? Was hätte ich denn überhaupt davon? Er sagt, weil Sie ein cholerischer, eifersüchtiger Psychopath sind, der da völlig ausgerastet ist, die Kontrolle verloren hat und die sich vielleicht rächen wollten oder sowas. Das ist ein Vollarsch, dieser Goch, ein Betrüger. Der lügt doch, wenn er das Maul aufmacht. Der hat doch mittlerweile Esther so weit, dass sie lügt. Ich gehe mal davon aus, die hat sich die Verletzungen selber beigebracht. Warum sollte sie sich selber verletzen und warum soll dieses ganze Theater inszeniert sein? Am Anfang habe ich ja noch gedacht, gut, vielleicht haben die eine Beziehung miteinander. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich glaube, vielleicht wird sie wirklich erpresst. Ja, häng ich mir. So. Ach so, mir fällt da gerade noch was ein. Ich hatte da noch was für Sie. Die angebliche Körperverletzung bleibt nicht das einzige Problem von Max. Ich habe einen Brief vom Anwalt bekommen. Die wollen mir tatsächlich die Kinder wegnehmen. Ihnen die Kinder wegnehmen? Ja. Bleiben Sie da ganz ruhig, so schnell geht das nicht. Sie sind doch der Vater der Kinder. Keine Angst. Aber Sie müssen mir da irgendwo bei helfen. Ich liebe meine Kinder. Wenn Sie mir die jetzt auch noch wegnehmen. Ganz ruhig, Herr Becher. Natürlich helfe ich Ihnen dabei. Ich werde alles machen, was in meiner Macht steht, dass wir das verhindern können. Aber das Problem ist, wir müssen es nur irgendwie beweisen. Und wir haben im Moment keine Beweise. Wir brauchen Rechnungen, Quittungen, Lieferscheine. Irgendwas, womit wir arbeiten können, was handfest ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da drankommen soll. Ich kann doch nicht die Dinger nicht herbeizaubern. Oder soll ich etwa da einbrechen und mir die Sachen holen? Herr Becher, das denken Sie nicht mal. Über einen Einbruch denken überhaupt nicht nach. Ja, aber... Wir besorgen jetzt die Beweise. Ich werde schauen, dass ich diesen Herrn Träger, der Ihr Bekannter, ja, der da die betrogen Kunde, worden sein Kunde, soll. Genau, dass ich den rankriege. Ich habe den leider noch nicht erreicht, aber ich werde da am Ball bleiben. Ja, und parallel habe ich mir überlegt, meine Assistentin, ich versuche die in die Firma zu schleusen. Wenn die als Mitarbeiterin da arbeitet, kann die wie eine Undercover-Agentin arbeiten. Die wird bestimmt ein paar Informationen beschaffen. Und um Himmels Willen, Sie bauen keinen Mist. Ich will nicht mal hören, dass Sie sowas denken wie Einbruch oder sowas. Nein. Versprechen Sie mir das. Ja, versprochen. Okay. Ich halte die Füße still. Gut, so lange. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Und wir werden im Büro sprechen mit meiner Assistentin und wir werden schauen, dass wir den Träger noch erreichen, okay? Ich hoffe demnächst auf bessere Nachrichten. Na klar. Okay. Alles klar, Sie finden raus. Ja, danke. Max glaubt, dass der Chef seiner Frau hinter der angeblichen Körperverletzung steckt. Der Familienvater hält es nicht aus, tatenlos herumzusitzen. Er überredet seine Schwester zu einer Nacht- und Nebelaktion. Max will die belastenden Unterlagen über den Betrug mit billigen Importhölzern finden, um Felix Goch auffliegen zu lassen. Nimm das mit. Steck das ein. Das ist. Sag mal, was ist hier denn los? Geht's bei euch? Wie gut, dass ich noch auf dem Gelände war, Menschenskinnings. Da habe ich euch hier gesehen. Wo ist das Problem? Ich rufe jetzt die Polizei, ihr habt hier eingebrochen. Du willst gar nichts machen, du mieses Dreckstier. Schlag auf! Du Drecksack! Judo hat noch keinen geschadet, ihr bleibt jetzt schön hier. Ich rufe jetzt die Polizei. Ist meine Frau damit reingezogen? Das Ding, das brauchen wir. Ist alles okay? Geht's dir gut? Geht schon, ist in Ordnung. Ja, passt schon. Nach einem Anruf seines Mandanten eilt Giorgio Fogliano in die Baustoffhandlung von Felix Goch. Er kann nicht fassen, dass Max einen Einbruch begangen hat und sich damit in noch größere Schwierigkeiten bringt. Recht damit, Fogliano. Das ist mein Mandant, Herr Becher. Kann ich ganz kurz mit ihm sprechen? Sie können kurz mit ihm sprechen, aber auch wirklich nur kurz. Danke. Um Himmels Willen, können Sie mir bitte erklären, was diese bescheuerte Aktion hier sollte? Ja, wir haben wirklich Bockmist gebaut. Ja, das kann man allerdings sagen. Mein Gott, Sie haben mir versprochen, dass Sie so eine Aktion nicht machen. Und jetzt haben Sie sogar Ihre Schwester mit reingezogen. Ja, ich habe Mist gebaut. Tut mir auch echt leid. Ach so, Ihnen tut's leid. Na gut, das hilft uns ja weiter.
Sie haben jetzt eine Anzeige am Hals wegen Körperverletzung und wegen Einbruchs. Was soll ich denn da noch für Sie tun? Ja, mein Gott, wir wollten doch nur Beweise sichern. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ja toll gelungen. Es ist auch meine Schuld gewesen. Ich wollte Max so unbedingt helfen. Und jetzt haben wir nicht mehr Beweise für den Betrug. Mein Gott, selbst wenn Sie Beweise gefunden hätten, die wären doch überhaupt nicht verwertbar gewesen. Die wären aus einer Straftat entstanden. Das Gericht hätte uns das Ding um die Ohren gehauen. In Zukunft übernehme allein ich die Recherche. Haben wir uns da verstanden? Mein Gott, muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Kinder haben? Und übrigens, meine Assistentin fängt hier morgen an zu arbeiten. Die wird bestimmt ein paar Beweise finden. Und im Himmel, Sie reißen uns jetzt beide zusammen. Und in Zukunft, so eine Aktion bitte nicht mehr. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Ihre Kinder verstanden. Sollen Sie schließlich nicht im Gefängnis besuchen kommen. Nein. Und Ihre Frau kriegt am besten noch die Kinder. Ja, ist gut. Ja, ich muss Sie anscheinend öfter sagen. Gott. Können Sie dann bitte auf der Wache vorführen. Wir werden jetzt nach draußen gehen. Vielen Dank. Max leidet darunter, seine Kinder nicht mehr täglich um sich zu haben. Seine Frau hat einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht für Pete und Clara gestellt. Und nach der Anzeige wegen Einbruchs stehen die Chancen noch schlechter für den Familienvater. Giorgio Fogliano unterstützt seinen Mandanten bei dem Gespräch mit einer Jugendamtsmitarbeiterin und seiner Frau. Ich will das alleinige Sorgerecht für Pete und Clara. Ja, du wirst die Kinder niemals zu Gesicht bekommen. Also, das kannst du mir doch nicht antun. Du kannst mir doch nicht die Kinder wegnehmen. Pete und Clara sind doch meine Kinder. Und ich denke mal, als Vater habe ich auch das Recht, meine Kinder zu sehen. Nicht, wenn ich das nicht will. Also, Frau Becher, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, das Umgangsrecht des Vaters bleibt erhalten, egal wie das Familiengericht entscheidet. So. Und ob sie das alleinige Sorgerecht erhalten, entscheidet immer noch das Familiengericht. Mhm. Ja, aber Max ist eine Gefahr für seine Kinder. Warum sollte denn mein Mandant eine Gefahr für seine Kinder sein? Das ist doch Quatsch. Ja, warum? Er ist brutal und hat ständig Wutausbrüche. Ich meine, ich will nicht, dass er seine Kinder schlägt, genauso wie er mich geschlagen hat. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Ich habe dich niemals geschlagen. Du steckst doch mit deinem Arschlochchef da unter einer Decke. Stummelung. Ja, er presst dich oder du hast vielleicht was mit ihm. Du bist doch völlig irre. Du und deine Verschwörungstheorien. Ich meine, sehen Sie, das kann ich doch meinen Kindern nicht zumuten. Sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Spinnst du jetzt total? Kinder sind mein Ein und Alles. Gewöhn dich schon mal daran, ja? Du wirst die Kinder nicht mal sehen. Sag mal, wer ist denn der Irre von uns beiden hier überhaupt? Setzen Sie sich bitte hin und bleiben Sie bitte ein bisschen ruhig. Immer diese wüsten Unterstellungen. Sagen Sie, reicht's hier. Bitte ruhig. Haben Sie bitte ein bisschen Verständnis für meinen Mandanten. Bei den Lügen, die hier verbreitet werden, ist ja klar, dass er da ein bisschen aus der Haut fährt. Würde ich wahrscheinlich auch. Noch einmal, Frau Becher, darüber entscheidet das Familiengericht. Vorschlag zur Güte. Wir machen das so, bis das Familiengericht entschieden hat, würde ich sagen, dass mein Mandant wenigstens einmal die Woche seine beiden Kinder sieht. Ich denke, das wird man ihm wohl nicht verwehren können bei der Beziehung, die die miteinander haben. Ich denke, damit können alle Parteien leben. Was genau, denken Sie? Also, ich finde den Vorschlag sehr gut. Und sind Sie damit auch einverstanden, Herr Becher? Für den Anfang jetzt auf jeden Fall mal ja, oder? Ja, genau. Okay. Ich denke, für Sie sollte es auch okay sein. Das Jugendamt sagt ja schließlich auch, das ist in Ordnung. Das werden wir ja noch sehen. Das ist doch ein Skandal. Meine Kinder sind in akuter Gefahr und Max darf sie trotzdem sehen? Wer garantiert mir, dass er ihnen nichts antut? Also ich verstehe das alles nicht.